gefragt ist im Topspiel gegen Schalke. Große Fragezeichen gab es dort aber heute schon. Und zwar rund um den Impfausweis von Chefcoach Markus Anfang. Ist der echt oder ist er nicht echt? Statt Ruhe vorm Spieltag ist da heute ein ganz anderer Sturm an der Weser losgebrochen. Janosch Kireschti. Punkt 11 Uhr, Markus Anfang auf dem Weg zum Training. Gegner Schalke vor der Brust, aber mit einem ganz anderen Problem konfrontiert, seinem Impfstatus. Der Presse gegenüber kein Kommentar. Mehr sieht und hört man von Markus Anfang heute nicht. Das Training ist geheim, wie bereits vorher angekündigt. Werder ist in der Defensive. Es gab eben aufgrund des positiven Corona-Falls von Marco Friedl bei uns den Austausch mit dem Gesundheitsamt. Und dort haben wir die Impfnachweise letztendlich auch hinterlegt, weil ja auch die Situation ist, dass gegebenenfalls nicht geimpfte Kontaktpersonen in Quarantäne müssten. Und da war es eben so, dass bei dem Impfnachweis von Markus vielleicht irgendwas angeblich nicht gepasst hat, nicht klar war. Nun liegt der Ball bei der Bremer Staatsanwaltschaft. Sie hat die Ermittlungen gegen den Werder-Coach aufgenommen. Gestern Nachmittag hat das Gesundheitsamt hier eine Strafanzeige erstattet. Und inhalt dieser Strafanzeige besteht der Verdacht des Gebrauchens eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses. Es geht um den gelben Impfausweis und mutmaßlich gefälschte Einträge einer Corona-Impfung. Bereits 47 solcher Fälle sind bei der Polizei Bremen angezeigt worden. Die Nutzung eines falschen Impfausweises gegenüber Behörden ist strafbar. Es handelt sich um den Straftatbestand des § 279 StGB, gebrauchsunrichtiger Gesundheitszeugnisse. Und der Gesetzgeber sieht hierfür einen Strafrahmen vor, der fängt an bei einer Geldstrafe und kann bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geben. Impfdatum, Impfstoffcharge und Impfort müssen zusammenpassen, ansonsten ist von einer Fälschung auszugehen. Ob der Impfausweis des Werder-Coaches deswegen aufgefallen ist, darüber spekulieren Medien. Die Gesundheitsbehörde äußert sich nicht mit Hinweis auf das laufende Verfahren. Markus Anfang bestreitet die Vorwürfe. Auf der Internetseite von Werder Bremen wird er in einer Mitteilung folgend zitiert. Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen. Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat. Er hat uns versichert, dass da alles korrekt gelaufen ist, dass er auch geimpft ist und da gibt es für uns keinen Anlass daran zu zweifeln. Auch für Markus Anfang gilt die Unschuldsvermutung. Aber das Ermittlungsverfahren wird ihn und Werder noch weiter beschäftigen. Ja, und da ist irgendwie schwer vorstellbar, wie sich Markus Anfang da morgen an der Seitenlinie auf das Topspiel gegen Schalke konzentrieren soll. Und klar ist auch, sollten sich die Zweifel tatsächlich bestätigen, dann bricht zu Recht nicht nur über Werder eine große Corona-Fußballdiskussion rein.